Wenn wir von Datenräumen reden, basiert das Ganze immer wieder auf verschiedenen Konzepten, die aus Gaia-X kommen oder die von der International Data Space Association kommen. Der Data Space Connector oder Konnektoren, von denen man eigentlich redet, sind meistens die technische Manifestation von dem, was dahinter steckt. Das heißt, der Mechanismus, der diese Konzepte in die Realität umsetzt und eben diesen selbstverwalteten, souveränen Datenaustausch quasi handelt. Und so gibt es verschiedene Konnektoren, die über die Zeit eben sich entwickelt haben, beispielsweise von der International Data Space Association, der IDS-Konnektor oder eben aus dem Catena-X-Projekt, der Eclipse Data Space Connector. Man kann sich das Ganze mehr oder weniger einfach nur als verschiedenes Paradigma vorzustellen. Wenn man sich den Datenraum als eine Art Wolke, sich mal das Ganze anschaut, öffnet der Konnektor quasi den Eintrittspunkt, die Tür in diesen Datenraum rein, dass man überhaupt in diesem Datenraum kommunizieren kann, mit anderen Konnektoren kommunizieren kann. Das bedeutet, jede Fabrik, jedes Unternehmen teilweise kann einen oder mehreren Konnektor bereitstellen und über diesen wird kommuniziert. So, die Konnektoren sorgen dafür, dass man in dem Sinne im Datenraum überhaupt erlaubt ist, reden zu dürfen, mit anderen Konnektoren kommuniziert und sichern diesen Eintrittspunkt in diese Konnektoren rein.